Leute, herzlich willkommen zum neuen Wochenvlog. Wir haben heute Montag. Gestern ist nicht mehr viel passiert, außer ich habe noch einen kleinen Livestream gemacht. Aber ja, heute ist der erste Tag der Corona-Ferien. Der erste Tag, wo ich keine Schule habe für die nächsten 5 Wochen, quasi zweite Sommerferien. Ich habe aber heute den Morgen damit verbracht, tatsächlich. Ich weiß nicht, kann ich hier eigentlich, was ist das eigentlich? Ach so, lol, okay. Ich habe den Morgen verbracht, hier schon einige Schulhausaufgaben zu machen. Ja, ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir schon gemacht haben, weil wir halt weiterhin quasi Aufgaben bekommen. Aber damit bin ich jetzt fertig und eigentlich habe ich eben schon meinen PC hochgefahren, aber irgendwie will der nicht. Ah, okay, jetzt fährt er hoch, perfekt. Und wahrscheinlich werde ich gleich noch irgendwann heute in den Mediamarkt fahren und ein, zwei Sachen noch kaufen, die ich für Streaming vielleicht brauche, weil ich nämlich übelst Bock hätte, jetzt die 5 Wochen, wo ich halt wirklich viel Zeit habe, weil ich halt nicht aus dem Haus kann, einfach viel zu streamen. Das heißt, ja, check gerne mal flex.de/live aus und ja, mal gucken, was wir da vielleicht gleich noch einkaufen. Wir gehen einkaufen. So Leute, wir sind hier im Baumarkt meiner Wahl und werden jetzt ein paar Holzteile holen für ein neues Unterteil für die Hasen. Wir könnten auch Sand holen für die Hasen. Das ist eine neue Klobrille. Oder hat doch auch so ein Frosch hier. Au. Oh, das geht nicht auf. So Leute, wir sind noch tanken. Let's go. Brumm. 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 Brumm, 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 brumm. Leute, seht ihr das? Seht ihr das? So sieht eine Seite aus, wenn Corona ist und einfach die Seite komplett überlastet ist. Schön, jetzt kann ich meine Schulsachen nicht machen, weil die Kackseite nicht geht. Bad Gateway, Alter, du bist aus dem... Hallo? Das Wetter ist schön, Leute. Es geht los. Wir werden jetzt hier ein bisschen den Hasenstall sauber machen. Also beziehungsweise das Außengehege einfach ein bisschen umdingsen und hier hinten wird wieder so ein Graben rein, wo dann Sand reinkommt. Wird super. So, einen Teil habe ich jetzt hier schon ein bisschen durchgehackt und so. Und hier seht ihr schon, kommt jetzt gleich der Sand rein. Und das werden wir jetzt einmal machen. So, wer braucht schon eine Schere, Leute? Und das hier. So, der Sand kommt jetzt hier rein. Let's go. Der ist so schön nass, geil. Na, ihr Kleinen, habt ihr euer neues Gehege entdeckt? Der Sand ist jetzt drin. Haben wir jetzt hier reingetan. Und Pünktchen, willst du mal in den Sand gehen? Glöckchen darfst du aber nicht raus. Hier ist keine Tür gerade drin. Ja, was guckt denn da raus? Hier zwei Süßen. Ich finde das immer cool, die hauen nämlich eigentlich nicht ab. Also ihr seht schon, hier ist die Tür offen, hier könnten sie einfach rauslaufen, aber ach, die sind eigentlich nicht so abhaubedürftig. Oh Leute. Ja. Ja, ist cool, oder? So Leute, wir gehen jetzt ein bisschen Longboard fahren. Let's go. So, let's go, Mario Kart. Ich weiß zwar nicht mehr, ob ich auf dieses Teil nicht drauf passe. Ja, doch, das geht. Let's go. Oh mein Gott, das wird so schnell. Ah, wir werden sterben, Leute. Okay, let's go. Let's go, Lisa. Wir sterben. Go, Leute! Woo.
ein fauler Sack. Maximal faul. Maximal faul. Richtig faul. So Leute, wir haben jetzt ein paar Tage später und ich werde mir jetzt einmal anschauen, wie sich das Gehege entwickelt hat. Zack. Okay, ihr seht so nichts. Warte, dann gehe ich mal wieder näher ran. Ja, also ihr seht schon, der Sand ist jetzt nicht mehr so gerade. Und ja, es hat sich schon einiges verteilt. Eigentlich über das ganze Gehege. Weil die das beim Bullen immer übertrieben gerne mögen. Jetzt schon haben die auch gebuddelt und hier alles verteilt. So, wir machen hier einmal zu. Die zwei sind nämlich gerade am Essen, haben gerade Essen bekommen. Und ich gehe jetzt nochmal rein. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, in den Corona-Ferien jetzt, oder Corona-Auszeit, oder wie auch immer man es nennen will, bin ich gerade aktuell täglich am Livestream. Also, checkt das aus. So Leute, ich werde jetzt ein bisschen Fahrrad fahren und mein Vater hat mir hier irgendwie voll die Profi-Ausrüstung hingelegt, weil es relativ, also die Sonne scheint zwar, aber es ist übelst kalt draußen und jetzt werde ich hier irgendwie zum Fahrradfahrer, Leute. Nice. Leute, ich bin bereit. So Leute, das war's dann auch mit dem Video. Ich habe jetzt hier, da kommt jetzt gleich die letzte Schnitt, habe ich eingefügt. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Leider kam das Video heute ein bisschen später als 18 Uhr. Wir haben nämlich gerade schon 18.01 Uhr. Leider habe ich es heute nicht ganz um 18 Uhr geschafft, aber dafür jetzt um 6:30 Uhr. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Haut rein und ja, bleibt gesund.